Hallo, zurück zur Fortsetzung der Fragestunde mit Max Hillebolt und wir legen gleich los. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Max, wir machen weiter. Wir waren ja stehen geblieben bei der Thematik Bitcoin. Wird Bitcoin die Welt erobern? Wie lange dauert es noch? Beziehungsweise hat Bitcoin deiner Meinung nach das Zeug, wirklich ein Weltoperating-System zu werden oder dazu beizutragen, dass wir in einer besseren Welt ankommen? Ja, es ist durchaus möglich, ne? Vor allem mit dem Fortschritt, den Bitcoin in den letzten fast 15 Jahren geschafft hat. Ja, also Bitcoin, das Grundprotokoll ist fast perfekt, aber in den Details gibt es doch noch einige Dinge, die verbessert werden müssen. Ja, und das Tolle ist, dass wir es geschafft haben, Bitcoin fundamental zu verbessern. Im Sinne von Privatsphäre, von Skalierbarkeit, von Geschwindigkeit und von Volumen der möglichen Basisgeldtransaktionen, die gemacht werden können. Nichtsdestotrotz haben sich die Grundeigenschaften von Bitcoin eben nicht geändert. Im Sinne von, es gibt nach wie vor nur 21 Millionen Bitcoin, alle 10 Minuten kommt ein neuer Block und so weiter. Das heißt, viele der Grundaspekte, die Bitcoin so wichtig machen, haben sich nicht geändert. Und das ist das Wichtigste. Dass keine einzelne Person die Möglichkeit hat, die fundamentalen Eigenschaften des Geldsystems zu verändern. Und das allein, ein Geld, das nicht von Menschen korrumpiert werden kann, ist eine bahnbrechende Erfindung. Und was mich auch sehr überzeugt, ist, wie sich die Leute verändern, wenn sie mit Bitcoin in Kontakt treten und Bitcoin nutzen. Die Charakterveränderung von Leuten, die sich mehr mit Bitcoin beschäftigen, ist extrem, ne, sehr radikal und meiner Meinung nach zum Besseren. Also Leute lesen viel mehr, Leute beschäftigen sich mit Themen viel mehr, sind viel mehr aktiv, die Welt versuchen zu verbessern. Ja, und das ist etwas, was, glaube ich, eine Meta-Lösung zum Problem der Menschheit ist, ne, dass die Menschen oft zu faul oder zu ignorant sind. Ja, und diese Aspekte, glaube ich, sind ebenfalls sehr wichtig. Auf der anderen Art und Weise, ja, die Menschheit hat es bisher geschafft, jedes Geldsystem, das existiert, früher oder später zu korrumpieren. Ja, einfach die Konsequenz, wenn man Kontrolle über das Geldsystem hat, ist so fundamental. Ne? Man wird so gigantisch reich und man wird so mächtig. Ja, wenn man das Geldsystem manipulieren kann. Und das ist den größten Anreiz ist, dass quasi jeder versucht, das Geldsystem zu manipulieren. Ja, und es ist ein bisschen, ich sag mal, Hubris, ne, dass man denkt, dass wir es jetzt mit Bitcoin geschafft haben, ein System aufzubauen, das selbst gegen die menschliche Gier und die menschliche Manipulation auch langfristig entgegenstehen kann. Ja. Dementsprechend, es gibt auch sehr viele in den Details, sehr viele Probleme mit Bitcoin, die noch gelöst werden müssen, ne, wo aktuell die Arbeit noch nicht vollendet ist. Und es kann schon noch einiges in den Weg stehen, um Bitcoin entweder zu verlangsamen, ne, so dass es nicht so schnell, wie es andersweitig die Probleme lösen könnte, oder dann vielleicht sogar komplett aufzuhalten. Ja, auf der anderen Seite dann, dadurch, dass Bitcoin eine neue Konkurrenzkampf im Geldwerten angereizt hat, also wie vorhin besprochen, dass eben jetzt jeder ein neues Geldsystem drucken kann, das heißt ja dann auch, dass wir tolle Möglichkeiten haben, nach Bitcoin auch noch die Lösung zu finden. Ja, also ob Bitcoin ist wirklich das System ist, das sich langfristig, ja, auf hunderte, tausende Jahre auch durchsetzt, bin ich noch nicht 100% überzeugt. Aber ja, aktuell ist es zumindest das Projekt, das meiner Meinung nach die größte Möglichkeit hat, hier auch sich so lange durchzusetzen. Nun sind wir ja, haben wir beide uns, Max, jetzt schon zweimal bei einer Veranstaltung getroffen, die sich Liberty in Your Lifetime Konferenz nennt.
ins Leben gerufen von Titus Gebel, der die freien Privatstädter unterstützt. Wir haben uns da im Park getroffen. Wie bist du zu diesen Konferenzen oder zu diesem Slogan, der sich auch mit einer Webseite ein bisschen beschäftigt, Towards Liberty? Wie bist du dazu? Ja, das Buch von Titus Gebel, die über die freien Privatstädte, fand ich sehr, sehr faszinierend und habe es eben ja gefunden, glaube ich, kurz nachdem es veröffentlicht wurde, eben weil ich mich sehr mit der österreichischen Schule der Ökonomie be beschäftigt habe und das Problem der Nationalstaaten eben ja, sehr klar und sehr eindeutig ist. Und eine Lösung, ich sage mal, die dezentral ist und die auf private Initiative ja, aufbaut, ist daraus super faszinierend. Ja, das heißt, die Möglichkeit eben ein Markt des Zusammenlebens zu schaffen, so dass wir ja, verschiedene Arten und Weisen des Zusammenlebens ausprobieren können und Leute eben ihre eigene Lösung aufbauen können und dienen den Privatstädten, wo sie mit den Regeln zustimmen, dann zu diesen Städten einziehen können. Ja, das finde ich ist eine sehr faszinierende Theorie und es scheint mir, als ob es eine reale Lösung zu den heutigen Problemen ist. Ja, also wie gesagt, die Probleme des Nationalstaates und der zentralen Politik ist eindeutig und eine Lösung muss dafür geschafft werden. Und ich glaube, die freien Privatstädte ja, haben eine Chance dafür. Und dementsprechend war ich dann ja, sehr froh, als die Liberty in Our Lifetime-Konferenz auf die Beine gestellt worden ist und bin eingeladen worden als Speaker, um eben zu erklären, wie die Cypherpunk-Philosophie und Bitcoin eine, ja, eine Art Vorbereitung für die freie Privatstädte ist. Ne, und wie wir auch die Cypherpunk-Technologien nutzen müssen, um die Sicherheit dieser freien Privatstädte zu garantieren. Und ja, dementsprechend eine faszinierende Konferenz. Und es ist ganz toll zu sehen, wie die Projekte in diesem Bereich sich jetzt über das letzte Jahr weiterentwickelt haben. Rasanter Fortschritt, und ja, ganz tolle Mitstreiter dort. Das sehe ich auch so. Nur es ist aber so, angenommen, eine solche Privatstadt, die prosperiert, der geht es gut, dann wollen ja alle dahin. Das könnte ja auch ein bisschen dagegen sprechen oder ein Problem sein, dass sich die Privatstädte durchsetzen. Oder wie könnte man so etwas lösen? Durch viele, viele kleine Privatstädte. Wir hatten ja schon mal Kleinstaaterei, auch im alten Griechenland. Gab es ja auch die sogenannten freien Städte, Athen, ja, zum Beispiel, oder im Mittelalter die Venedig oder andere freie Städte. Heute geht es Singapur sehr gut. Weil wenn wir viele kleine Singapurs haben, denkst du, dass in Summe dann zur Lösung der Hauptprobleme, die wir auf der Erde derzeit haben, führen könnte? Oder können sich dadurch neue Probleme aufbauen? Also ich glaube, dass wir Lösungen brauchen, die für die Minderheit funktionieren, ja, weil die Mehrheit will anscheinend nicht viel mit Freiheit zu tun haben. Dementsprechend brauchen wir Lösungen, die im Hier und Jetzt funktionieren, für die Leute, die es wirklich brauchen. Ja, und das heißt, dass hier eine kleine freie Privatstadt, selbst wenn es nur eine gibt, ja, wäre das ein gigantischer Fortschritt, denn es ermöglicht die Leute, die Freiheit wirklich sehr dringend wollen und sehr aktiv suchen, eine Lösung finden. Ja, und wenn es dann viele Leute sind, die dieses Produkt haben wollen, dann reizt das natürlich die Konkurrenz an. Ja, wenn jemand sieht, wie viel Geld ein Städtebetreiber denn verdient, und dann werden sehr viele Unternehmer sich denken, ja, da hätte ich gerne doch auch was von, und werden dann eine konkurrierende freie Stadt aufbauen. Und das wäre super. Also funktioniert der Markt. Dass wenn ein Produkt toll ist, wird es viele Kunden geben und sehr viel Profit für den Unternehmer und das reizt eben Leute an zu kommen und Alternativen zu bauen, so dass wir dann hoffentlich zahlreiche Städte sehen. Ja? Und auf der anderen Seite, das Tolle der freien Privatstädte ist es ja auch, dass es eben
nicht nur um eine Art des Zusammenlebens geht, sondern es wird hier viele verschiedene Arten des Zusammenlebens geben. Singapur ist ein tolles Beispiel. Ja, es ist eine, ich sag mal, private Stadt in diesem Sinne, aber nicht wirklich frei. Die Regeln in Singapur sind sehr, sehr, sehr eingreifend in die private Freiheit und ins Eigentumrecht. Ja, und auch, wie gesagt, Todesstrafe für Drogen und so weiter. Ja, das ist alles andere als ein Privateigentum basierendes Rechtssystem. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr erfolgreiche Stadt. Und das heißt, dass es hier sehr viele verschiedene Alternativen geben wird. Und das ist ja auch gut so. Es wird wahrscheinlich eine hardcore-kommunistische Stadt geben und dann eine hardcore-kapitalistische Stadt geben. Und das Tolle ist, dass dann können wir endlich mal ja, hier in der Konkurrenz herausfinden, was denn auch wirklich langfristig gut funktioniert, ja, mit vielen Leuten zusammen. Wie ist das? Willst du oder vielleicht lebst du ja schon in einer ähnlichen freien Privatstadt-Community oder willst du selber auch mal in einer solchen Privatstadt leben? Ja, durchaus, ne? Deswegen auch einer der vielen Gründe, warum ich so interessiert bin an dem Thema. Und wahrscheinlich will ich nicht nur in einer davon leben, sondern in mehreren davon. Ich bin sehr nomadisch unterwegs und gefällt mir auch sehr. Und ich habe gemerkt, dass es sehr viele tolle Plätze auf dieser Welt gibt, ja, die verschiedene Vorteile haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz toller Punkt von den freien Privatstädten. Es wird die Variabilität, die Varianz von den Möglichkeiten zusammenzuleben sehr erhöhen. Im Sinne, dass es verschiedene Ansätze gibt, die radikal unterschiedlich sein werden, wo wir dann endlich wieder verschiedene Subkulturen aufbauen können. Ne, so dass es sehr interessant ist, auch von Stadt zu Stadt zu Stadt zu reisen, weil es eben Unterschiede in diesen Städten gibt. Ne, im Sinne von den Kulturen, was man tut, was andere Leute tun, welche Themen man sich unterhält und so weiter. All diese Viellebigkeit ist das, was mich, glaube ich, am meisten reizt in diesem Thema. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, nicht nur eine dieser Städte, sondern viele davon. Bist du einer der Anhänger der österreichischen Schule? Weil du hattest ja gesagt, dass du die Schriften oder die Homepage von der österreichischen Ökonomie studiert hast, schon vor vielen Jahren. Ja, durchaus. Ne? Also die österreichische Schule hat mich seit der Kindheit fasziniert. Denn sie ist die Theorie, die das Unternehmertum sehr gut beschreibt und sehr nützlich beschreibt. Ne? Es ist nicht nur theoretisches Geschwafel, sondern es ist sehr anwendbar und sehr praktisch. Ne? Nicht nur fürs Unternehmertum, auch fürs Privatleben. Und dementsprechend ganz klar, das ist ein logisches Konstrukt, das so solide und so gut argumentiert ist, dass wenn man sich mal damit beschäftigt, es sehr schwierig ist, nicht davon beeinflusst zu werden. Das heißt, Giganten wie Mises und Rothbard und Hoppe haben sehr stark mein Weltbild beeinflusst. Bin unglaublich dankbar für das Wissen, das auf mises.org freigegeben wird. Nur, ich bin ja auch ein bisschen vor ein paar Jahren erst auf diese österreichische, vor ein paar Jahren heißt so 6 bis 5 Jahren auf diese österreichische Schule gestoßen. Wenn das alles so klar und eindeutig ist wie Mathematik, also wie 1 plus 1 gleich 2 ist und man an den dort formulierten, ich sag mal, Grundgesetzen der Ökonomik das ableiten könnte, warum haben wir dann solche deiner Meinung nach solche Ökonomen, die eigentlich nicht lebensfähig sind, wie Maynard Keynes und andere. Warum wird die österreichische Schule da, hatte die in den letzten Jahren so wenig Verbreitung? Naja, weil ich glaube, dass die Politiker und die Sklaventreiber und die Diebe sehr gerne sich theoretische Ausreden einfallen lassen. Und ganz historisch gesehen gab es zum Beispiel das Haus Hohenzollern, ja, eine monarchische Familie, auch die sehr stark im Interventionismus betätigt war. Und die hatten die intellektuellen Bodyguards des Haus von Hohenzollern, ne, war eine Clique von Ökonomen, die eben ja, absoluten Schwachsinn geredet haben, um warum denn ein interventionistische monarchische Diktatur so essentiell wichtig ist für das Leben der Menschen.
wenn man dann eben ein, auf theoretischer Basis eine sich gut anhörende Ausrede hat, warum es gut ist, den Sklaven zu halten, ne, dann möchte das der Sklavenhälter natürlich haben, na, weil sonst würden die Leute ja rebellieren. Ja, aber wenn es hier Ausreden gibt, die sich toll anhören und die auf ersten Blick auch Sinn machen, dann hat das sehr großen Vorteil. Und die Frage ist natürlich, wer finanziert denn den Keynes und die anderen Bullshit-Fiat-Ökonomen? Und das ist dann natürlich ganz klar die Politik und das Gelddrucken. Ja, so sind die ganzen akademischen Häuser korrupt. Im Sinne von, ja, sie sagen das, was eben die Hand, die ihnen füttert, auch hören will. Und das ist eine der vielen, vielen Auswirkungen von schlechter Geldpolitik und von Inflation, dass eben die Akademie so beeinflusst wird, um am Ende Schwachsinn und Lügen zu verbreiten. Dagegen ist natürlich eine Logik, die unantastbar ist und die in sich selber schlüssig ist und die ganz klar aufzeigt, dass Diebstahl und Sklaverei eben nicht gut ist und dass das alles andere als für Wohlstand sorgt, ist natürlich ein großer Dorn im Auge und ein sehr großer Anreiz, dass die mächtigen Leute das eben dann unterdrücken wollen. Zum Beispiel, ne, hat Rothbard oder Hoppe massive Probleme, an einer Universität eine Stelle zu finden, was absolut unverschämt ist. Dass gigantische Denker wie diese Leute Probleme haben, eine Arbeit zu finden, eine Anstellung zu finden in einer Universität. Ja, unter anderem, weil eben ja, Aktivisten und Fiat-Ökonomen sehr viel versucht haben, eben dass diese Stimmen stumm gemacht werden. Und das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Allerdings natürlich mit dem Internet hat sich hier einiges getan. Vor 40, 50 Jahren gab es vielleicht 10, 50 österreichische Ökonomen auf der ganzen Welt. Und inzwischen sind es 50.000, weil eben das Mises-Institut gigantische Arbeit geleistet hat, um das Wissen und die Weisheiten von den Ökonomen so breit wie möglich zu verstreuen und für gratis. Ja, du kannst tausende Bücher online herunterladen, gratis auf mises.org, weil das eben die einzige Möglichkeit ist, über Zensur der Akademie hinwegzukommen. Ja, wir verteilen die Informationen breit und so, dass sie jeder lesen kann. Und wenn man dann einmal die Logik sieht, dann kann man sie auch nicht mehr bestreiten. Ja, dementsprechend hat sich da, glaube ich, einiges getan in den letzten 40, 20 Jahren. Und vor allem in den letzten 10 Jahren, ne, mit Bitcoin hat die österreichische Schule nochmal einen richtigen Aufschwung gegeben. Und auf einmal weiß jeder, wie böse Inflation ist. Ja, und das ist gigantisch. Ja, dass auf einmal viele Köpfe sich damit beschäftigen. Und je mehr, desto besser. Nun haben wir ja in Deutschland auch so einen super Ökonomen, der Wirtschaftsminister der Grünen, der ja auch scheinbar nicht weiß, was Insolvenz heißt. Der sagt dann zu Insolvenz, naja, sie produzieren bloß nicht. Die Frage ist aus deiner Sicht, was muss sich in Deutschland und oder Europa, Mitteleuropa politisch und ökonomisch ändern, um die Situation hoffentlich noch zu einem besseren zu wenden? Die Antwort darauf ist sehr einfach. Ja, wir müssen aufhören zu klauen. Wir müssen die Sklaverei endlich abschaffen. Ja, und das ist das Einzige, was gemacht werden muss, um für Wohlstand zu sorgen. Es ist sehr einfach. Nur leider wollen das die Politiker nicht, weil sie sind ja die klauen und die werden sehr reich damit. Diebstahl ist gut für die Person, die klaut. Und der freie Handel ist gut für jeden. Das war's eigentlich. Ne? Privates Eigentum muss geschützt werden. Wir brauchen freie Rechtsinstitutionen, die auch Recht sprechen können gegen die Politiker. Das größte Problem und oder eins der fundamentalen Probleme ist, dass die Gerichte vom Staat betrieben werden. Und natürlich ein staatlich betriebenes Gericht wird niemals gegen die Übeltaten des Staates sprechen. Weil, wie gesagt, man frisst ja nicht oder man beißt nicht die Hand, die jemand füttert. Ja? Und das heißt, wenn wir freie und ehrliche Gerichte haben, und freies und ehrliches Geld und freies und ehrliche Akademie, dann sind die Armutsprobleme in Deutschland extrem schnell gelöst. Also die Antwort ist sehr einfach. Du sagtest Sklaverei und Raub beenden oder Diebstahl. Das kann man ja ganz kurz übersetzen. Steuern sind Raub, oder?
Ja, absolut, ne? Und der Steuersatz in Deutschland ist bei 95% oder noch mehr. Ja? Und natürlich geht die Ökonomie den Bach herunter, wenn man fast alles, was jemand produziert, wegnimmt. Warum sollte ich denn da noch was produzieren? Ja? Das ist selbstverständlich. So, wie würdest du dir eine Welt wünschen oder nach welchem Ideal würdest du diese gestalten, wenn du könntest? Eigentumsrechte. Fertig, ne? Das ist das einzige Recht, das wir brauchen. Dass das, was du produzierst, du auch behalten kannst und dass du frei tauschen kannst mit wem auch immer du möchtest. Ja, und dass du keine Lizenz brauchst, um ein Brot zu backen und zu verkaufen. Ja, oder keine Lizenz brauchst, um dein eigenes Haus zu bauen. Keine Lizenz brauchst, um dich selber zu verteidigen. Ja, Eigentumsrechte, das ist das einzige Recht, das man braucht, um eine freie und reiche, wohlhabende und friedliche Gesellschaft zu haben. Es waren aber laut Rothbard waren es zwei Rechte. Einmal das Eigentumsrecht und ich glaube auch, was waren das andere? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Weißt du's? Es ist nur Eigentumsrecht. Das war's. Ja? Alle anderen Rechte basieren auf dem Eigentumsrecht. Na, Es war das noch. Recht, frei zu sprechen, ist das Recht, dass du das Eigentum auf deinen eigenen Körper hast. Das Recht, frei zu handeln, ist, dass du das Recht hast über die Güter, die du selber produziert hast. Ja? Also all die schlimmen Sachen, Diebstahl, Vergewaltigung, Hausfriedensbruch, Mord, all das ist als das Brechen von privatem Eigentumsrecht. Alles andere Rechte sind sekundär. Nee, ich glaube, das Eigentumsrecht war das zweite Recht und das erste Recht war irgendwie, dass du unabhängig, selbstständig oder irgendwas in die Richtung bist. Und Eigentumsrecht war schon das zweite. Kriegst Also jetzt. das Axiom, auf dem das Eigentumsrecht basiert, ist die menschliche Handlung und die menschliche Argumentation. Also Mises hat das Axiom der Handlung als fundamentalen Baustein der Praxeologie beschrieben. Und das heißt, dass weil wir handeln, und handeln bedeutet, wir haben Probleme und wir nutzen unsere limitierten Ressourcen, um diese Probleme zu lösen. Das ist Handlung. Und auf dem Handlungsaxiom können wir ja die komplette Ökonomie aufbauen. Und später Hans-Hermann Hoppe hat dann dazu gebracht, das Argumentationsaxiom, na, dass Menschen argumentieren, dementsprechend auf freiheitlicher Basis die Wahrheit herausfinden können. Na, und auf diesem Axiom können wir dann unsere Ethik aufbauen. Na, aber diese zwei fundamentalen Annahmen, die Handlung und die Argumentation, führen dann zum Eigentumsrecht. Als das einzig logische Schlussfolgerung, wie wir mit Konflikten umgehen können. Wenn zwei Leute die gleiche rare Ressource haben wollen, die einzige Möglichkeit, wie wir hier uns friedlich ja, auseinandersetzen können, ist, wenn wir das Eigentumsrecht berücksichtigen. Alle anderen Möglichkeiten führen zu Sklaverei, zu Diebstahl, zu Zerstörung von Kapital. Ich glaube, ist mir glaube wieder eingefallen von Rothbard. Ich beziehe mich jetzt auf Rothbard, ne? Glaube, Recht am eigenen Körper oder sowas. Und Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Freiheit ist das eine. Das Und ist das ja aber auch andere dein ist Eigentumsrecht, das. ne? Ja, Dein Eigentum am eigenen Körper. aber nicht nur am eigenen Körper, auch an meinen Handlungen, dass ich unabhängig bin, dass ich von anderen nicht irgendwie unterjocht werden darf, wobei da natürlich immer zwei dazugehören. Ne? Aber okay, lass uns mal zur letzten Folie kommen. Wird es in 10 Jahren deiner Meinung nach noch Banken geben? Ich glaube ja. Ich glaube, dass Bankendienstleistungen eine sehr wertvolle Dienstleistung ist, die Kosten spart. Im Sinne von Basisgeldtransaktionen haben eine hohe Kost, eine Demouragekost, und Geldsubstitutionen sind durchaus billiger. Das ist auch der Fall in Bitcoin. Es ist tausendmal, millionenmal günstiger und skalierbarer und schneller und einfacher, ein Bitcoin-Zertifikat von A nach B zu schicken, als die Bitcoin von A nach B zu schicken. Das heißt, ich glaube, dass es Geldlagerstellen für lange Zeit auch noch gibt.
Das ist eine der ersten Grundfunktionen von einer Bank. Und die andere Grundfunktion von einer Bank ist dann das Kreditwesen. Ja, dass wir Geld von Kapitalgebern einsammeln, um es dann an Kapitalnehmer auszuzahlen im Sinne von Krediten. Ja, und das ist als fundamentales Technologie oder Produkt auf jeden Fall notwendig. Ne? Ob dieses Kreditsystem jetzt mit der Geldverwahrstelle zusammenhängt, so wie es im heutigen Bankwesen der Fall ist, oder ob das eben programmatisch und ohne Geldverwahrstelle funktioniert, ist also eine Frage. Ne? Aber das Grundproblem von Banking ist nach wie vor nützlich. Vieles von diesem wird automatisiert werden und per Software dargestellt werden, aber dann würde ich sagen, sind die Softwarebetreiber oder Software-Schreiber quasi dann die Bank. Ja, aber die Grundeigenschaft des Banking ist sehr essentiell für die Produktion und dementsprechend für die Menschheit. Was kommt technisch im Rahmen der des digitalen Geldes oder höherer Dienste, was kommt nach DeFi und NFTs? Also wenn wir das Geld repariert haben, wenn wir den Finanzmarkt repariert haben, viel Handlung kommen, ne, wird hoffentlich viel Wohlstand kommen. Wie gesagt, die wenigsten Leute arbeiten am Geld. Ne, die meisten Leute arbeiten für das Geld. Im Sinne von, du bist Schreiner, ne, oder Tischler oder Bäcker oder Metzger. Ne, das sind die Dienstleistungen, die du anbietest, um Geld zu verdienen. Ne, die wenigsten Leute arbeiten am Geldsystem per se. Ja, und auch im Finanzsystem. Ja, vor allem, wenn wir das eben mit Software skalieren können, wird nur eine kleine Handvoll an Menschen am Geld- oder Finanzsystem arbeiten. Na, ähnlich gesehen wie vor ein paar hundert Jahren hat es noch das halbe Dorf gebraucht, um den Acker zu bearbeiten und Lebensmittel herzustellen. Und inzwischen braucht es eine Person auf einem riesigen Traktor, der komplett Hektars pro Tag mähdreschen kann. Das heißt, wir brauchen viel weniger Arbeitsleistung, um eine Dienstleistung darzustellen. Und ähnlich wird es wahrscheinlich im Finanzwesen sein, wo wir heute noch zigtausende Banker und Finanzdienstleister brauchen, wird es in der Zukunft wahrscheinlich ein paar Software-Developer sein, die dann Software schreiben und dann Billionen Menschen veröffentlichen können, um eben diese Dienstleistungen anzubieten. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Wer ist Nicolas von Saberhagen? Ich weiß, du hast eine kurze Antwort. Keine Ahnung. Genau. Nicolas von Saberhagen war der Initiator oder Erfinder des Kryptonot-Algorithmus von Monero. Man mutmaßt, dass er identisch mit mit Satoshi Nakamoto ist. Und ich habe natürlich auch eine Idee, wer sich hinter beiden Pseudonymen verstecken könnte. Das kann durchaus sein, na, vor allem weil die Erstehungsgeschichte von Monero durchaus ähnlich ist mit Bitcoin. Auf der anderen Seite, es gibt zahlreiche Cypherpunks, na, und die Geschichte vom digitalen Geld ist alles andere als nur von einer Person. Das sind mehrere Leute, die aufeinander aufbauen. Und so wie Satoshi Nakamoto von Nick Szabo oder Adam Back oder von David Chaum profitiert hat, so kann auch eben der Gründer von Monero auf Satoshi aufbauen. Aber das Tolle ist, es ist bums egal, wer der Erfinder von diesen Technologien ist. Die Ideen sprechen für sich selber. Die Ideen sind kugelsicher. Also Adam Back und David Chaum habe ich beide getroffen. Ich glaube nicht, dass die es waren. Ja. Wobei, den Adam Back habe ich direkt gefragt. Der stand mir gegenüber und ich habe mir in die Augen geguckt und er hat gesagt, nein, ist er nicht. So, aber okay, dann danken wir dir heute für deine Ausführung. Du hast uns ja öffentlich versprochen, dass wir noch einen zweiten Podcast machen. Den können wir dann auch in Richtung Privatsphäre und Anwendung von Bitcoin ein bisschen weiter mit produktbezogen abhalten.
Wie gesagt, ich fand es sehr interessant, deine Antworten auf einige unserer Fragen, zum Beispiel, wo du die 1.000 Euro investieren würdest, wenn du sie von uns bekämst, hat so noch keiner beantwortet. Die anderen haben das meistens immer von einer Geldeinheit in eine andere irgendwie getauscht. Und du wolltest die in Arbeit tauschen. Okay, also Max, danke dir und euch, liebe Zuhörer, Zuschauer, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, kommt in unsere Telegram-Gruppe, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, schön, vielen Dank für das Gespräch. Alles Tor. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Echt vielen Dank, Max. Bis zum nächsten Mal.